Aloha, ihr Schweinepriester da draußen. Der Anlass dieses Videos ist ein schöner, aber ich könnte mich gerade wieder sowas von selber in den Arsch beißen, mal ganz ehrlich. Erstmal möchte ich mich sehr herzlich beim lieben Rick, beim Super Flash Crash bedanken, dass er mir Portal 1 und Portal 2 auf Steam vorhin geschenkt hat. Ich weiß, momentan kommen solche Videos wie dieses hier etwas häufiger, die Einschläge werden näher, ja, die kommen jetzt immer kürzer, die Abstände, ich merke das schon. Und umso sprachloser bin ich jedes Mal, wenn sowas passiert. Und nichtsdestominder freue ich mich über sowas natürlich sehr. Ich hatte auch eigentlich es aufgenommen, das Problem ist nur, ich habe ja zwei Bildschirme angeschlossen und ich habe das jetzt über Fraps aufgenommen. Und hab dann gesagt, hier Monitor Aero Desktop, ne, gibt's ja diese Funktion, wenn man so ein Aero Design hat, bei Windows 7 zum Beispiel, dass man dann den Desktop auch mit Fraps direkt aufnehmen kann. Das hatte ich eigentlich gemacht und der hat das aber so geil aufgenommen, dass jede halbe Sekunde das Bild rumflackert, weil mal der erste Bildschirm zu sehen ist und mal der zweite Bildschirm. Das heißt, man hat ein total flackerndes Video, wo man nichts Genaues erkennt. Ja, weil ich hatte eigentlich gefilmt, wie ich auf Steam zugreife und er mir sagt, worum es denn geht. Denn ich wusste nicht genau, worum es geht. Ich hatte zwar so eine grobe Ahnung schon, weil wir darüber gesprochen hatten mal irgendwie, dass er da mal irgendwas machen wollte, aber wie, wann, wo und sowieso bin ich mir ja nicht sicher gewesen. Ne? Auf jeden Fall, alles fing damit an, dass Rick mir heute eine SMS geschrieben hat, in der es dann hieß, Moment, ich lese sie euch nochmal live vor. Genau. Dann noch ein anderer Fail, der hinzukam. Ich hatte das dann auch schön kommentiert und alles vorhin. Ne, hatte schon gedacht, hier komm, erzähl's mal, was das hier ist. Und guck dann hinterher in die Aufnahme von Audacity und denk mir, überall Stille. Warum? Weil das Mikrofon zwar angeschlossen war, ich hatte es aber auf Ausstehen. Jetzt mal ehrlich, warum bin ich manchmal so scheiße? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, er hat mir geschrieben. Tag schön, kannst heute ja mal bei Steam vorbeischauen, okay. Und da hat er noch eine kurze Zeit später geschrieben und dazu gibt es noch eine kleine Überraschung. Ja, und ich muss dir dann noch einen Code schicken. Da habe ich ihm geantwortet, ich weiß noch gar nicht, worum es geht, schaue jetzt gleich nach. Und das habe ich dann getan und wollte eigentlich euch auch zeigen, wie wir direkt das, wie ich das bekomme natürlich erstens und auch wie, Was vibriert hier? Egal. Und wie ich Rick frage bei Steam im Chat quasi, worum es denn überhaupt geht. Weil er muss mir halt noch einen Code schicken. Da habe ich ihm halt zum Beispiel geschrieben, hallo Lolo, was geht denn bei dir los hier? Was geht bei Steam? Ich sehe hier nichts. Und hat er geschrieben, weil ich hier noch einen Code schicken muss. Was habe ich gerade gesagt? Hat er geschrieben? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich bin etwas, ja, wieder geplättet. Ihr merkt es schon, wie ich hier ich keinen vernünftigen Satz rausbekomme. Und dann habe ich geschrieben, ja, dann ab dafür. Hat er mir den Code geschickt, den habe ich dann schön eingegeben bei Steam und zu meiner Bibliothek hinzugefügt. Und habe dann gesehen, es ist einfach mal Portal 1 und Portal 2. Und, nicht nur, dass er mir schon gesagt hat, er wollte mir gerne Portal 2 schicken, denn wir wollten das ganz gerne mal eventuell demnächst als Co-op-Let's Play machen. Beziehungsweise in dem Sinne zumindest, dass ich es dann bei mir hochlade. Bei ihm wird das technisch ein bisschen problematisch, aber dass ich auch mal seine Sicht wohl zeige, das geht wohl mit der Tabulator-Taste, habe ich mir sagen lassen. Aber das würden wir dann natürlich alles gucken bei Zeiten, wenn es soweit ist. Aber dass er mir dann beide Portal-Teile schenkt, ja, auf jeden Fall, vielen, vielen lieben Dank, Rick, ey, ohne Scheiß, momentan ist echt, ich weiß auch nicht, was los ist. Was aber nicht heißt natürlich, dass ich mich nicht über sowas freue, ganz im Gegenteil, nein, ich freue mich sehr über sowas, ich freue mich halt einfach nur, oder ich bin so erstaunt, dass es irgendwie jetzt mittlerweile so, ich weiß auch nicht. Falls ihr mir also auch irgendwie... Oder sagen wir mal so, falls ihr das Bedürfnis habt, mir irgendwie was zukommen zu lassen, sei es auch sowas in der Art oder sei es irgendwie was anderes, irgendein kleines Paket oder irgendwie was, wo ihr sagt, da habe ich Lust drauf, das will ich wirklich aus eigenen Stücken machen, dann kriegt man das sicherlich irgendwie hin.
dann schreibt mir einfach eine PN bei YouTube oder bei, weiß ich nicht, Skype zum Beispiel. Dave Dern TV _official heißt der Account, da könnt ihr mich gerne adden. Schreibt dann aber, wenn ihr mich dann dort adden möchtet, bitte auch euren YouTube-Namen in die Nachricht mit rein, sonst weiß ich nämlich nicht, wer ist. Das hatte ich jetzt schon ein, zweimal und dann muss ich erst nachfragen, wer bist du denn und so. Es sei denn, ihr heißt natürlich schon so wie auf YouTube, dann ist das klar. Aber schreibt es auf jeden Fall einfach nochmal mit rein. So. Und ja, dann kriegen wir das vielleicht irgendwie hin. Dann gucke ich mir erstmal an, okay, kenne ich denjenigen irgendwie oder was? Oder klingt der vertrauenswürdig? Dann sage ich dann schon mal eher ja, weil ich dachte, würde er nicht automatisch immer ja sagen hier, von wegen, ja, ich gebe dir meine Adresse. Das möchte ich ja vorher auch schon so ein bisschen abchecken. Ist ja sicherlich irgendwo logisch. Und ja, aber wie gesagt, das sollte dann kein Problem sein. Und dann könnt ihr mir auch gerne direkt schreiben, weil ich würde dann erstmal standardmäßig davon ein Unboxing machen jeweils. Falls ihr das aber nicht möchtet und ich das irgendwie nur dann erwähne, dass ich was bekommen habe und nicht so irgendwie was anderes, aus welchen Gründen auch immer, dann schreibt mir das auch bitte dabei. Ja. Also, wo soll ich stehen bleiben? Wo soll ich hin? Ich muss jetzt einfach aufstoßen. Ja, auf jeden Fall, ich bin fertig. Also im doppelten Sinne. Und deswegen sage ich nochmal danke, lieber Rick, super Flash Crash, der Kanal. Geht auch mal auf seinen Kanal. Er macht jetzt auch wieder Let's Plays. Seit langer Zeit hat er nichts gemacht, aber jetzt macht er wieder was mit Peggle. Und da bin ich auch zu Gast gewesen, Gastkommentator. Und der Alex zum Beispiel auch. Und der hat auch ganz, ganz schön viele andere Sachen schon Let's Played in der Vergangenheit. Also schaut mal beim Super Flash Crash vorbei. Ein Link zum Kanal natürlich auch wieder in der Videobeschreibung, wie alles andere auch. Auch andere Anlaufstellen, wo ihr mich irgendwie auf Dave Dern TV hier in diesem YouTube-Kosmos kontaktieren könnt. Wie immer in der Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, in irgendeinem Video auf Dave Dern TV. Mal gucken, was es dann für ein Video wird. Jedenfalls, tschüss. Ja. Das soll reichen. Ach ja, eine Sache kann ich natürlich gerne noch sagen, falls das irgendwem, der wirklich sowas machen möchte und mir irgendwas da, ne, also, das könnte es vereinfachen, und zwar habe ich eine sogenannte Steam Wishlist, einen Wunschzettel mit Spielen, die ich mir mal irgendwann holen möchte. Die habe ich eigentlich für mich selbst erstmal gemacht, also damit ich nicht vergesse, was ich mal irgendwann mal vielleicht holen möchte, wenn es günstig ist oder so. Aber ja, ich meine, zu dem Zweck kann man die natürlich auch gebrauchen. Also, falls ihr da irgendwie was gucken wollt, an was für Spielen ich grundsätzlich irgendwie Interesse hätte, die ist reichlich vollgepackt. Also, die hat, glaube ich, sogar über 40, 50 Spiele oder was. Auch dazu findet ihr dann einen Link in der Videobeschreibung. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Also denn, tschüss.